Wenn man Tage und Wochen lang wartet, muss man sich irgendwie die Zeit vertreiben. Mit Singen und Tanzen lenken sich die Flüchtlinge von der Kälte ab. Sie stehen vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin und warten darauf, dass sie registriert werden. Das Amt ist auf 150 Anträge pro Tag vorbereitet. Doch in den letzten Wochen kamen tausende Flüchtlinge nach Berlin. Nun harren sie jeden Tag stundenlang in der Kälte aus. Viele sind frustriert, denn das System, nach dem ihre Wartenummern aufgerufen werden, ist unklar. Doch jetzt soll sich die Situation endlich entspannen. Die Stadt Berlin eröffnet ein neues Zentrum, wo die Anträge schneller bearbeitet werden sollen.